Tore ohne Ende hier in der Mercedes-Benz Arena. Am Sonntagnachmittag 6:4 besiegen die Eisbären Berlin die Grizzlies aus Wolfsburg. Zweifache Torschütze Leo Völdl, unser Nummer 93. Leo, Glückwunsch zum Sieg. Torreiches Spiel ist immer ein Spektakel für die Fans. Wie war es für euch? Ja gut, wir haben uns das jetzt mal vorgenommen. Ne? Wir haben das angesprochen, dass wir nicht so viele Tore schießen, wie wir gerne würden oder wollen würden. Jetzt hat es, glaube ich, die letzten Spiele ganz gut geklappt. Ja, und schon können wir dann mal zwei oder drei in Folge. Also das war ein fulminanter Start in dieses Spiel, richtig früh losgelegt und du warst mittendrin, stand nur dabei. Ja, ich glaube, man kann jetzt wirklich sehen, dass wir uns ein bisschen das Selbstvertrauen, die Leichtigkeit zurückgearbeitet haben die letzten Spiele und dann gehst du da auch gleich ganz anders aus der Kabine raus am Anfang. Und ja, ist schön, dass gleich ein paar Tore gefallen sind und ja, das gibt uns Schwung. Also Powerplay-Tor, Shorthanded-Tor von Gio, zwei von dir. Reden wir über deine zwei Tore, Leo. Du hast gesagt, ja, langsam wird ich richtig warm hier und der Formkurve für deinen Punkteausbeuter steigt und zeigt eindeutig nach oben. Ja, wenn man über deine persönliche Leistung sprechen darf. Ja, mei, da können wir, ja, was soll ich jetzt sagen, gell? Viele Tore sind es bis jetzt noch nicht. Die letzten Spiele waren jetzt ganz gut. Ja, weiter geht's. Also vier Spiele in Folge gewonnen, fünf von den letzten sechs. Und jetzt kommt Straubing, eine Mannschaft, mit dem wir auch der eine oder andere Rechnung offen haben. Können die Straubinger vielleicht mal sich auf einiges gefasst machen? Ja, ist doch super. Also es geht gleich weiter wieder mit dem Heimspiel Mittwoch und dann Freitag auch. Ich glaube, wir sind jetzt ganz gut in Schwung. Wir haben uns vielleicht jetzt auch ein bisschen, ja, wie ich schon gesagt habe, das Selbstvertrauen wieder geholt. Wir sind ein bisschen, ja, rundherum ist vielleicht ein bisschen ruhiger, das tut uns auch gut. Und dann greifen wir weiterhin an. Super, danke schön und nochmals Glückwunsch zum Sieg, Leo Völdl. Danke. Danke.